So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. Und zwar das neue DLC, The Frozen Wild. Ja. Was geht bei euch so? Wir reden jetzt mit Urea, sprich mit Artak, optional. Wo ist Artak? Da ist Artak, mit dem reden wir als erstes. Aber unser Ziel war, den Berg zu befreien. Und jetzt? Bleibt bereit. Schärft eure Speere. Falls wir nicht zurückkehren, müsst ihr den Schnitt verteidigen. Wenn unser Häuptling damit einverstanden ist... Hört sich vernünftig an. Aber hoffen wir, dass das nicht eintritt. Häuptling? Verantwortung zu tragen ist eine große Last. Das ist mir bewusst. So, können wir noch ein bisschen ausfragen. Du und Urea. Ich nehme an, du hast noch nicht mit Urea gesprochen? Warum sollte ich? Das ist es, was sie wollte. Zum Donnerkamp zurückzukehren. Ihr einziges Ziel. Ich hätte also wissen sollen, dass sie meinen Speer beiseite stößt. Als meine Schwester von den Katscha zurückkehrte, war sie verändert. So Leute, ich bin gerade am Getränk einschenken, deswegen habe ich mal das Mikrofon gemutet. Was ist dir zugestoßen? Was ist Urea zugestoßen, ne? Erzähl es mir. Was widerfuhr Urea, als sie eine Gefangene der Katscha war? Als Schamanin ist sie geschickt mit Maschinen. Sie verfolgen, sie betäuben. Die Katscha fingen die Maschinen mit ihr für den Sonnenring ein, wo sie auf Unschuldige losgelassen wurden. Sie wurde zum Teil ihrer Blutspiele. Diese Schande, ertragen unter der gnadenlosen Sonne. Sie überlebte. Sie ertrug es. Ertrug es, indem sie an die Stimme dachte. Ihre Bestimmung. Und jetzt ist es alles, was sie hat. Ist es jetzt 5 Jahre her? So, Kaja-Krieg. Ich weiß auch nicht. Die erste Expedition, erzähl mal was darüber. Was geschah mit der ersten Expedition? Urea führte uns zum Gipfel. Aber dort war ein großes Tor. Eine Art Brutstätte. Neues Metall. Wir wollten es durchbrechen. Aber es ging nicht. Wir waren erschöpft. Kein Weg voran, Maschinen hinter uns. Ich entschied mich zum Rückzug. Wir verloren viel. Doch zu bleiben wäre schlimmer gewesen. Ich hatte gehofft, das Urea nie wieder anzutun. Okay, was liegt denn hinter der Tür? Also, der hat ja jetzt gerade gesagt, da wurde eine Brutstätte gegründet. Wo ich so die Karte durchgeguckt habe, ist mir keine Brutstätte aufgefallen. Aber es gibt eine. Ich habe nämlich eine in der Option, dass du eine Brutstätte noch freischalten kannst. Was glaubst du, ist hinter dem Tor? Ich weiß es nicht. So viel Metall, das tote Brummen. Dort kann nichts Gutes sein. Auf dem Berg erwarten uns Maschinen und Tod. Unserer oder der des Dämons. Und wenn wir die Stimme doch finden? Dann sollten wir sie vielleicht von ihrem Leid erlösen. Okay. Dann verabschiede ich mich mal. Wir sehen uns gleich wieder. Dass du mich begleitest. Jemand muss auf Urea aufpassen. Ein Elend jagt das nächste. Jetzt ist auch noch die Mörderklaue zurückgekehrt. Okay. Steinfall hat immer dem Banu gehört. Und eins sollten die Banditen wissen. Es wird wieder so sein. Ja, um die Banditen kümmern wir uns später. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Urea. Die Quests machen wir auch irgendwann mal noch später. Indem ich im Prinzip, wenn mir irgendwann mal langweilig ist, dann spiele ich ein bisschen Horizon Zero Dawn und dann mache ich die Quests weiter. Ich glaube, das ist dann, ja, ich habe ja gesagt, ich will 100% packen. Die Kälte fühlt sich beinahe wie Sonnenbrand an. Och, jetzt hühle nicht rum, Mädel. Oh, wieder ein paar Pfeile hier, hä? Okay. Wo ist sie denn? Jetzt weiß ich, warum sie die so genannt haben. Diese Klippe. Das ist eine Industrieanlage. Das ist einfach eine Mauer oder sowas. Und hierhin wollte ich auch noch gehen. Hierhin. Das ist nämlich ein alter Staudamm. Ah, wir haben noch genug Zeit, so Dinge zu machen. Ne? Warum laufe ich auf Schnee?
mal, das sammeln wir gerade noch ein hier. Ein Holz. Ein Holz. Guck mal, was geht denn hier ab? Was kosten du hier Schönes? Ein Süppchen? Aloy, hier ist sie. Meine Chance, mich wieder mit der Stimme zu vereinen und sie vielleicht mit dem blauen Licht zu vereinen. Diese Chance hätte ich sicher nicht alleine gehabt. Ich brauchte einen Fremden. Jemand, der unwissend über uns ist. Aber nein, nicht unwissend. Ich... Willst du dich bedanken, Uriah? Ja, natürlich. Denn so bist du. Du löst Knoten und schaffst Möglichkeiten. Danke, dass du diese Reise ermöglicht hast. Ich wünschte nur, Aratak hätte nicht gedemütigt werden müssen. Es war gut, ihn mitzunehmen. Er hat es verdient, so stur wie ein Stein. Aber das musste sein. Der Krieg forderte es. Und ich ebenfalls. Sich auf etwas zu versteifen, ist nicht gerade besser. Deine Gefangenschaft? Aratak erzählte mir, dass du lange Gefangene der Kaja warst. Das klang schrecklich. Für Aratak liegt alles nur daran. Er denkt, die Kaja änderten mich. Das stimmt nicht. Sie schärften nur meinen Blick. Wenn alles verloren ist, denkst du an das, was wirklich wichtig ist. Die Stimme. Das blaue Licht. Das Jenseits. Und an meinen Bruder. Immer wenn ich den kalten Nordwind spürte, dachte ich an ihn. Sorgte mich um ihn. Okay. Aratak und der Krieg? Was machte der Krieg mit Aratak? Er riss alles fort, bis nur sein wahres Selbst übrig blieb. Unbeugsames Eis. Kein Banuk hat mehr Willenskraft. Er kämpfte sich durch 1000 eiskalte Nächte, doch er traf am Morgen immer seine Jäger. Man sagte, er litt 23 Wunden in dieser Zeit. Seine Jäger zählten mit, er beklagt sich nie darüber. Er sagt nur... Das Leben sei mit mir schwieriger. Er hat recht. Ich habe ihm immer nur Kummer gemacht. Okay. Kannst du mir noch mal was über Silence erzählen? Jetzt, wo ich Häuptling des Verax bin, kann ich dich wohl nicht anweisen, von Silence zu erzählen? Aratak hätte nie gewagt, ein Geheimnis des Konklaves zu erfahren. Doch du bist nicht Aratak und wenn du mit Silence zu tun hattest, ist es nur allzu verständlich. Silence kam aus dem fernen Norden nach Ban-Ur. Ein junger Schamane der Eulenwache. Ein ferner Verak, der selten zum Handeln herkommt. Silence war ein Schamane? Das stimmt. Zumindest sagte man das unseren Boten bei der Eulenwache. Sie sagten, er wäre einer. Niemand weiß so viel über Maschinen wie er und er war bereit, sein Wissen mit uns zu teilen. Es dauerte nicht lange, bis das Konklave ihm vertraute und ihm letztlich gewährte, teilzunehmen. Was ist mit dir? Hast du ihm vertraut? Nein. Doch er beeindruckte mich. Er strahlte Sicherheit und Autorität aus. Ich wollte von ihm lernen, aber dazu kam es nicht. Wir haben ihm unseren allerheiligsten Treffpunkt verraten, die Eishöhlen des Malmstrom, einen Monatsmarsch von Ban-Ur. Wir trafen uns gemäß der Tradition im Winter. Aber als wir wiederkamen, waren die Höhlen geplündert. Relikte der alten Welt gestohlen. Löcher im Eis und Metall. Ja, das musste Silence gewesen sein. Er verschwand mit der Beute. Wir schickten unsere besten Verfolger los. Keiner kam zurück. Und als wir dann die Eulenwache fragten, waren seine Bürgen einfach verschwunden. Als hätte er nie existiert. Okay. Einige im Konklave zweifelten sogar daran, dass er ein Banuk sei. Was meinst du dazu? Er hat ein unverzeihbares Sakrileg begangen. Er ist skrupellos und gefährlich. Aber auch brillant, bewandt und sachkundig wie kein Zweiter. Abgesehen vielleicht von dir. Jeden anderen würde ich warnen. Aber du könntest vielleicht bei ihm Erfolg haben. Sei trotzdem vorsichtig. Ich werde daran denken, Uriah. Danke. So, der Donnerkamm. Was finden wir da oben, Uriah? Ruinen. Maschinen. Ein Tor,
wie das einer Brutstätte. Ich glaube, dass du es öffnen kannst, Aloy. Denn dahinter liegt die Stimme. Ich weiß, dass sie dort ist. Ich glaube, dass der Dämon den Weg verbergen will. Okay, dann gehen wir da mal hin. Zeit, es war nicht einfach für dich, Urea, hierher zurückzukehren. Alles, um ihre Stimme wiederzuhören. Diesmal hören wir sie beide. Das wäre schön. Also, bist du bereit? Sobald wir aufbrechen, ist der Rückweg schwierig. Ich bin bereit. Wir sind bereit. Endlich unser Aufstieg. Wie? Ich sehe keinen Weg hoch. Nicht hoch. Durch. Jetzt, Bruder! Ah, immer wieder markiert in dem Fall, wo er draufhauen muss. Interessant. Ich kann über die Macht der Alten verfügen. Bla bla. Bla bla. Die hat einfach nur die Brandmeldeanlage aktiviert. Was war das hier? Die Stimme sagte mir, dass das einst alles Teil ihres Reiches war. Eine Festung, die Menschheit vor einer schrecklichen Gefahr schützte. Aber jetzt hat es wieder voller Energie. Sieht mehr wie eine Maschine aus. Ist das nicht passend? Das blaue Licht weilt oft in Maschinen. Dann ist hier hoffentlich auch welches. Moment. Metallsäulen. So hoch wie Bahnruhrs Klipp. Oh, guck mal, eine Ausgabe. Audi-Feuer. Brücke zu Feuer. 21. November 2064. 3 Jahre ist es her, dass ich zuletzt hier war. Und 12, seit ich hier Chef war. Nur eine Notbesetzung hier, die nicht weiß, was ich hier will. Ich auch nicht. Anita will, dass ich den Betrieb eine Weile unterbreche. Vielleicht für sehr lange. Und ich weiß nicht, wieso. Aber ihrem Ruf nach war der Grund. Entsetzlich. Könnte ich ihr nur in die Augen sehen und sie fragen, was sie so in Panik versetzt hat. Aber das ist ja nichts Neues. Wann wünsche ich mir das schon nicht? Aloy? Hast du versucht, etwas zu hören? Hier sind Erinnerungen, Nachrichten von den Alten. Ich beneide dich. Was sagen sie? Ich bin nicht sicher, Maria. Wir müssen da hoch irgendwo. Okay. Das ist ein bisschen hier, dahinter. Einfach rüber. Oh. Hier einfach rüber. Nirgendwo einfach was rüber. Ja, doch, da. Lustig. Da ist nochmal was. Ein Textfile. Kenny's Heimkehr. Frozen Miles Textdatenpunkt Quests. Joshua, die Rückkehr des Emeritus.
emeritierenden Direktors. Netter Holotitel. Gina, nein, blöder Titel und noch mieseres Thema. Das Kamerateam würde das vor Langeweile sterben. Joshua, von mir aus Gina, es ist trotzdem das Aufregendste, das seit langem in diesem Höllenstund los ist. Gina, das Maßstab für aufregend ist deprimierend niedrig. Joshua, ich hole hier raus, was ich kann. Danke. Gina, du hättest immer eine Schwäche für Kenny. Joshua, wie bitte? Niemals, deine Ohren sind riesig. Abgesehen davon war er viel zu beschäftigt, Anita anzuhimmeln. Gina, ich will vor allem wissen, was er hier macht. Das ist nicht normal. Joshua, er hat dabei geholfen, die fortschrittlichste Geothermieanlage aller Zeiten aufzubauen und ist dann in den Sonnenuntergang geritten. Jetzt will er nach seinem Meisterwerk schauen, scheint mir ziemlich normal zu sein. Gina, aber wieso jetzt? Er treibt sich ständig in der Kühlanlage rum und stellt Fragen über Sian. Glaubst du, das stimmt irgendwie nicht? Joshua, der letzte Wert zeigt keinerlei Abweichung von unseren Aufzeichnungen. Seit dem letzten Mikrobebenschwarm vielleicht macht Kenny gerne Exkursionen auf Pharaohs Kosten. Das ist 14 Jahre her. Diese Konten sind doch mittlerweile bestimmt eingefroren. Ist es wirklich schon so lange her? Verdammt, ich werde alt. Nicht alt, nur langweilig. Okay, ich glaube, das waren so eingeschlossene Heinis. Ich kann auch was dazu sagen. Also, so wie das aussieht, ist das eine Geothermieanlage. Eine Stromerzeugungsanlage, eine der fortschrittlichsten, wie sie selber prahlen. Geothermieanlagen in dem Fall. Und das bedeutet. Ja, ist ja gut. Das bedeutet so viel wie. Voll viel los hier. Nee, das bedeutet so viel wie, denke ich mir. Dass sie hier Energie gewonnen haben. Boah, die halten voll viel aus! Damit hätten wir das schon mal erledigt. Naja. In der Unterstützung mit zwei erfahrenen Jägern ist das auch, denke ich, kein Problem. Wir müssen erreichen die Gutstättentür. Vielleicht finden wir hier noch was. Also, nochmals Theorie. Ich glaube, ich. Dadurch, dass ich so konzentriert bin wie ein Affe, der versucht, eine Erdnuss aus einer Flasche rauszukriegen. Das ist ein Geothermie-Kraftwerk. Ich glaube, damit haben sie alle anderen Brutstätten mit Strom versorgt. Könnte gut sein. Guckt euch das mal an. Da sind Isolatoren und der ganze Scheißzeug und Energieableiter und. Es ist nicht mehr weit. Ich glaube, das ist ein Kraftwerk. Ein Geothermie-Kraftwerk. Man muss sich einfach nur vorstellen, Geothermie-Kraftwerke können über hunderte von Jahren laufen. Ohne Probleme. Aua. Ohne Probleme, ja. Bei unserem letzten Besuch kämpften wir uns hier durch. Aber Maschinen überrannten uns. Wir gaben nach. Verloren Bestände. Und erlitten Verluste. Nun müssen wir sie. Mit zwei Kriegern und einer schutzlosen Schamane. Aloy ist kein gewöhnlicher Krieger. Und ich komme gut zurecht. Außerdem könnten wir diesen Weg nehmen. Treppen? Da oben sind Maschinen, aber auch Deckung.
Wir bleiben unentdeckt. Für eine Weile. Na schön. Ich hab verstanden. Jetzt folgt mir einfach. Deal. Wir nehmen den Weg. Geothermiekraftwerk. Wie gesagt, es läuft, würde über hunderte von Jahren würde ein Geothermiekraftwerk völlig selbstständig laufen, weil es einfach nur ja, Wasser erhitzt, Wasser abkühlt. Manche Gefahren lauern versteckt. Und damit Energie gewinnt, ne? Die können einfach an den Viechern vorbeilaufen, ohne dass ihnen was passiert. Der Winter. Dass meine Partner hier im Prinzip unverwundbar sind und im Prinzip den Job alleine machen. Aber wo er recht hat, der hat da recht, ey. Jetzt wirst du fallen, Alter. Scheiß Dreckviecher, ey. Nee. So. Nach dieser sportlichen Attacke hier
Wir hätten auch komplett durchschleichen können, glaube ich. Wir hätten nur auf den richtigen Moment warten müssen. Kein Grund mehr zum Schleichen. So, meine lieben Freunde, wir haben gleich 25 Minuten erreicht. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder einschalten würdet. Lasst doch mal einen netten Kommentar unten da. Das wäre richtig nice. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid bei der nächsten Folge und beim nächsten Abenteuer mit unseren Heinis hier. Ich denke mal, wir kommen ziemlich dem Ende entgegen. Wir sehen uns, Leute. Haut rein. Ciao.